Auch in diesem Jahr lud die Industrie- und Handelskammer Magdeburg Ausbildungsunternehmen, Ausbilder und Berufsschulen zu sich ein. Am 12. Juni 2019 fand hier zum 5. Mal der Tag der Ausbilder statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten sich die Teilnehmer an den Infoständen zu Themen wie Stipendien und Auslandsaufenthalte für Auszubildende sowie dem Recruiting informieren. Wir machen das einfach, um mit den Ausbildungsunternehmen ins Gespräch zu kommen, um interessante Informationen zu bieten, die alle betreffen oder viele betreffen, wo uns immer wieder die gleichen Fragen erreichen. Wie ist das rechtlich? Was mache ich mit meiner Karriere-Website? Wie gewinne ich Azubis? Wie kann ich die Ausbildungsqualität sichern? Und wir versuchen jedes Jahr interessante Themen zusammenzustellen und einfach auf dieser Plattform den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, sich auszutauschen und sich hier zu treffen. Außerdem wurde den Gästen auch eine Plattform geboten, sich untereinander zu solchen Fragen auszutauschen. Nachdem im letzten Jahr die Digitalisierung des Ausbildungsmanagements Schwerpunkt war, lag der Fokus dieses Mal auf dem Ausbildungsrecht, der Einstellung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund sowie der bundeseinheitlichen Erstellung der Prüfungsaufgaben. Diese Themen trafen bei den Gästen auf reges Interesse. Ich fand es auch mal spannend rauszufinden, wie denn überhaupt die Prüfungsaufgaben entstehen. Das war ja heute Vormittag ein sehr ausführlicher Vortrag. Damit beschäftigt man sich normalerweise nicht. Jeder weiß, dass das zwar zentrale Prüfungsaufgaben sind, aber wie viel Arbeit da nötig ist und wie viele Menschen da ehrenamtlich mitarbeiten, das fand ich schon beeindruckend. Die Erwartung war, dass ich also neue Informationen über das Thema Ausbildung bekomme, wie es in der Einleitung dargestellt war. Und da ich in der Prüfungskommission mitarbeite, waren natürlich die Ausführungen von der AKA auch für mich sehr interessant. Man hat hier ein sehr schönes, breites Spektrum an Möglichkeiten aufgetischt. Also ich habe schon mit sämtlichen Ständen hier jetzt gesprochen und ich muss sagen, für Ausbilder wirklich sehr interessant. Ich bin sehr zufrieden. Also für mich hat sich die lange Fahrt von Salzwedel her auf jeden Fall gelohnt.